Hallo, willkommen bei Edda die Ice Lady. Heute machen wir eine Review einer Schote, von der ich glaube, dass das ein ganz böses Ding ist. Der Name dieser Schote ist SDAR und ich sage euch gleich noch was dazu. Hi guys, welcome to Edda the Ice Lady. We're gonna review, as I believe, a very nasty thing today. It's a pot review. And its name is SDAR and I will explain it very soon for you. Also, ich habe diese Schote bekommen von einem Freund aus England, Alfonso. Und er hat diese Schote gezüchtet zusammen mit seiner Enkelin Michelle. Und die Schote heißt, wie gesagt, SDAR. Das war Michelles Wunsch. Sie haben gekreuzt eine Clockwork Orange und Bubblegum 7, eine rote. Beides sind Capsicum Chinese Sorten. Diese Schote ist tatsächlich eine F1 Generation. So sieht sie aus. Und ihr könnt ganz schön sehen, dass sie diesen typischen roten Kelch hat, der eben die Bubblegum auszeichnet. Sie ist sehr hübsch, die Form ist typisch Bubblegum. Ich habe noch eine weitere, die nicht ganz so reif ist, aber auch die typischen Bubblegum-Merkmale aufweist. Die sind ein bisschen unterschiedlich im Pheno. Die eine ist ein bisschen bauchiger und die andere ist ein bisschen spitzer. Insgesamt aber würde ich sagen, für eine F1 sieht das ganz gut aus. So, also die Clockwork Orange, das wollte ich noch sagen, das ist vielleicht auch gar nicht so eine ganz typische oder noch nicht sehr verbreitete Chili. Das ist eine Kreuzung aus Reaper und einer Trinidad Moruga Scorpion. Beides sind Capsicum Chinese und soweit ich herausfinden konnte, wurden von dieser Variation F2 Generation Samen ausgegeben. Und die Bubblegum Rot, also die 7-Pot Bubblegum in Rot, die gibt es ja schon jetzt, ich glaube, ein paar Jahre länger. Ich weiß es nicht so genau. Ich verspreche mir ehrlich gesagt, dass sie ziemlich scharf sein wird. Die Bubblegum hat ein sehr schönes Aroma und von der Reaper wissen wir das auch. Wir werden sehen. Er hat sie nicht gegessen. Ich werde es heute für ihn tun. Er ist gespannt auf mein Urteil. So, about this pot. It's an F1 cross between a Clockwork Orange and a Bubblegum 7-Pot Red. And it has actually this typical red calyx and stem, what the bubblegum has. And the Clockwork Orange is maybe not so well known yet because it's actually a cross between the Reaper and the Trinidad Moruga Scorpion. And as far as I could find out, they were released as F2 generation seeds. So maybe they weren't really stable themselves, but I don't know. I expect this one to be a very nasty one, and I know that Alfonso sent me this one, thank you by the way, and he crossed this with his granddaughter Michelle, which picked actually the parents for this cross. So it's an F1 generation, and yeah, maybe he would like to know actually how it tastes and to decide if he continues with this cross or maybe sets another one or picks another one. Also die SDAR, die hat den Namen, wie gesagt, von Michelle, der Enkelin von Alfonso, und sie hat die Eltern ausgesucht und er möchte gerne wissen, wie sie schmeckt insgesamt und wie ich sie beurteile, einfach um zu entscheiden, ob er dann mit dieser Kreuzung weitermacht und sich stabilisiert oder ob er vielleicht dann einfach eine andere aussucht. Ja, geht los. Ich werde die Reife nehmen. Of course, I will try the ripe one from both of them. It's beautiful, actually.
Also sie ist sehr, sehr schön. Oh wow. Also sie hat keine dicken Öltropfen, aber natürlich diesen ganz typischen Film. Ein sehr fruchtiges Aroma, ein ganz typisches Capsicum Chinese Aroma. Und sie hat tatsächlich auch einige Samen drin, also sie ist aber noch frisch genug. So, it has a nice color inside, as you can see, and it has not really drops of oil, but it has a film, a typical film. It has some seeds and it's definitely ripe, but it's still fresh enough to eat it. It has a very nice smell, a typical fruity Chinese smell. Each of you who ate a scorpion or the bubble gum would recognize this, I think. Jeder von euch, der schon mal eine Scorpion oder eine Bubble Gum gegessen oder dran gerochen hat, würde das sofort erkennen, dass dieser ganz typische fruchtige Geruch, den sie so an sich haben. Sehr, sehr schön. Also, sie riecht nicht so scharf, dass sie in den Augen beißt, auf jeden Fall, das kann ich sagen. It doesn't smell as hot as you, it would burn immediately in your eyes. Really nice. So, let's have a taste. I will be careful with this one and not eat it all at once because I expect it to be hot. Also, ich werde vielleicht erstmal ein Viertel davon essen, weil ich erwarte, dass sie ziemlich scharf ist. Ja, mal sehen. Ein sehr süßer Geschmack. Überraschend süß. In Richtung Bubblegum, aber auch wie die Reaper. Und jetzt kommt es erst, die Schärfe. Im ersten Moment noch gar nicht. Diese ganze schöne Geschmack hat Zeit, sich zu entfalten. Jetzt tritt sie. Und das wird plötzlich. Und innerhalb kurzer Zeit, ich habe sie noch gar nicht runtergeschluckt, ziemlich scharf im ganzen Mund und vor allem oben am Gaumen. It has a really, really nice taste. So first, it's all the sweetness, fruitiness, a typical bubblegum flavor and also like Reaper too. Some parts of it, it is, I would say from Reaper we have like a cherry flavor. It has actually all these nice flavors develop first and then really suddenly it kicks in and it gets really, really hot. Instantly, so it takes 10 seconds to develop. It's still building up. Also die Schärfe baut sich immer noch auf. It's this intense burning heat which you have in your throat and on my gums. Also oh, ja, wie ich erwartet habe, die ist wirklich böse. Mein ganzer Mund, jetzt fängt das an, so richtig Speichelfluss zu produzieren. Es baut sich immer noch auf, das ist noch gar nicht vorbei. Mein Zahnfleisch und der Rachen, das ist richtig so wie Nadelstiche. Ja, das still, also es entwickelt sich immer noch. Die ist noch gar nicht fertig, habe ich das Gefühl. Die tritt viel schlimmer als eine Reaper. Und die ist schon heftig. Keine Ahnung, wo die Schärfe mäßig anzusiedeln ist, aber ich glaube, das geht deutlich drüber. I have no idea what heat level this one would have, but it's
worse than a Reaper. This is for sure the hottest pot I ever tasted. It's maybe finished building up now. Also ich glaube, die ist jetzt fertig mit entwickeln, aber mein Mund ist voll mit Spucke. Es beißt nicht in der Nase oder so, mir jedenfalls nicht. So I don't have it like a runny nose or something like that. But it sticks. It's really like you would have stitches in your mouth. Und jetzt kriecht das so langsam meine Kehle runter. So it's wandering now down my throat actually. And it's getting warm and warmer. I would like to have some milk. Ich glaube, ich brauche jetzt echt einen Schluck Milch. Ein böses Ding. So, Alfonso, ich weiß nicht genau, ob das jemand essen will. Ich kann nicht sagen, wozu ich sie essen würde. Die würde aber sicher mit dem Aroma, das sie hat, eine tolle Soße machen. Also das würde ich, glaube ich, auch als einziges vorschlagen. Die ist sicher für jeden halbwegs vernünftigen nichts, was man frisch essen wollte. Auch ich nicht. So, I don't know exactly, Alfonso, what you expected from it, but it's damn hot. It's really, really, this is a mean one. It's for sure the hottest I ever had. But it has a very nice flavor at the beginning. When you start eating it, it has really a nice flavor. Maybe it's worth you continue with it. I would suggest it, or though, just as a pepper for a sauce. Maybe it would replace some of the super hot sauces, and they could get rid of extracts in them and get it really, really hot. I don't think somebody would enjoy eating this raw, and I wouldn't put it on a pizza or something like that. Also ich glaube, das ist wirklich so eine typische Soßen-Chili. Schönes Aroma, aber mega scharf. Vielleicht fange ich mit Käse an. Thank you for sending it, Alfonso. I'm having some cheese. Say hi to Michelle and tell her she did an amazing job. It's hot like hell. Danke fürs Zusenden, habe ich ihm gesagt. Und vielen Dank an seine Enkelin. Sie hat einen guten Job gemacht. Das Ding ist höllisch scharf. Das beißt, das bleibt immer noch da. Das ist noch alles da. All of it is still there. It's all this heat. Ich sag euch tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal und klickt die Glocke, dann bekommt ihr immer Updates, wenn ich das Neues online habe. Folgt mir auf Facebook und Instagram. Die Links findet ihr in der Beschreibung und hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Teilt gerne meine Beiträge. Bis zum nächsten Mal. Englisch noch? Ja. Sorry, I'm not well concentrated, not well focused. So, if you like, I hope you like my review today. Please subscribe my channel and click the bell to get updates on new upcoming episodes. Follow me on Instagram and Facebook. I leave you links in the description of the video of this video. Leave me a comment and share my content. Bye guys, Wiedersehen.